Hi ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir werden uns in dem Video heute ein bisschen mehr mit Atmung beschäftigen. Zum einen werde ich euch die Feueratmung zeigen, auch Kapalabhati genannt. Kapalabhati heißt übersetzt so etwas wie leuchtender Schädel, weil sie euch so schön reinigt und aktiviert, dass euer Gesicht anfängt zu strahlen. Außerdem werden wir noch ein paar andere Atemübungen machen, indem wir die Atmung mit der Bewegung synchronisieren. Ganz einfache Bewegungen, ganz ruhige Bewegungen, sodass ihr wirklich auf eure Atmung achten könnt, auf eure Atmung eingehen könnt. Ich wünsche euch super viel Spaß dabei. Wir sehen uns gleich. Wir starten mit Kapalabhati. Für den Anfang nehmt euch einen Klotz oder zwei, drei Bücher, je nachdem wie dick sie sind. Oder ein Sofakissen und setzt euch einmal drauf, damit eure Hüftknochen so ein bisschen über den Knien sind und ihr den Rücken leichter gerade halten könnt. Dann macht genau das. Schiebt eure Sitzhöcker in die Matte und richtet die Wirbelsäule richtig schön gerade auf, sodass der Bauch viel Platz hat zum Atmen. Dann gebt eure Hände in ein Jin Mudra, indem ihr einmal den Zeigefinger und den Daumen aneinander legt. Ihr könnt sie auch mit den Spitzen aneinander legen. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man den Daumen an die Seite vom Zeigefinger legt, weil sich die Hände so relativ angenehm halten lassen. Das Jin Mudra ist das Mudra der Achtsamkeit. Deswegen lassen wir die anderen drei Finger gestreckt, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit in unseren Körper zu bringen und nicht vollständig loszulassen. Dann legt die Hände ganz locker auf die Knie. Atmet einmal ein, richtet die Wirbelsäule auf. Und ausatmen, Schultern weg von euren Ohren. Bei Kapalabhati ist es ganz wichtig, dass man das Zwerchfell für sich arbeiten lässt. Mit der Einatmung blasen wir den Bauch auf, lassen das Zwerchfell fallen, relativ schnell, sodass ein Vakuum entsteht und Luft in die Lunge gezogen wird. Das sieht dann folgendermaßen aus. Genau, macht auch so ein kleines komisches Geräusch. Und dann hat man hier so eine schöne Kugel und es ist auch gut so, die Kugel darf da sein. Lasst den Bauch so richtig schön raushängen. Endlich dürft ihr mal den Bauch so richtig raushängen lassen. Dann mit der Ausatmung schiebt ihr euer Zwerchfell wieder nach oben mit einer relativ abrupten Bewegung. Nehmt gerne richtig schön eure Bauchmuskeln mit dazu, saugt den Bauchnabel nach hinten und schiebt durch dieses nach oben drücken von eurem Zwerchfell alle Luft wieder raus aus der Lunge. Das sieht folgendermaßen aus. Und macht wieder so ein leicht hauchend komisches Geräusch. Und das machen wir jetzt ganz schnell hintereinander. Wenn ihr mit meinem Tempo nicht mitkommt oder wenn es euch unangenehm ist, nehmt gerne euer eigenes Tempo. Startet einmal wieder mit den Händen auf euren Knien. Lasst die Schultern ganz locker und versucht auch, die Schultern während der Übung weit unten zu lassen und euer Gesicht zu entspannen. Atmet einmal ganz tief ein. Und ganz tief raus. Alle Luft aus der Lunge raus. Atmet zu drei Viertel nur ein in den Bauch. Und dann startet. Werdet ein bisschen schneller. Und wieder langsamer. Drückt alle Luft aus der Lunge raus. Atmet ganz tief ein. Und nochmal alle Luft rausdrücken. Und dann atmet zu drei Vierteln ein. Und haltet die Luft an. Entspannt das Gesicht, entspannt die Schultern. Und dann lasst den Atem wieder ganz natürlich fließen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video gerne anhalten. Noch 3, 4 Runden davon machen. Nicht mehr am besten und auch nicht zu lange Runden. Nicht länger, als wir jetzt gemacht haben. Vor allem, wenn ihr es nicht gewohnt seid, Kapalabhati zu üben. Sonst wird einem nämlich sehr leicht schwindelig. Deswegen lieber langsam anfangen als zu schnell. Gut, dann nehmt einmal den Klotz unter eurem Gesäß raus. Wir machen noch zwei Atemübungen mit Bewegung, also ein Vinyasa, in dem wir Bewegung mit Atmung synchronisieren.
Hierfür legen wir uns einmal auf den Rücken. Gerne mit den Händen an euren Füßen einmal rückenschonend zum Liegen kommen und hier unten macht einmal ein ganz kleines Päckchen. Zieht die Knie schön zu euch ran und legt eure Hände zu euren Füßen an den Boden. Aktiviert ganz sanft, ganz leicht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, sodass eure Wirbelsäule auf der Matte liegt und ihr kein Hohlkreuz macht. Und dieser aktivierte Bauch bleibt die ganze Übung über. Versucht aber dennoch tief in Bauch und Brust zu atmen. Mit der Einatmung streckt ihr einmal die Arme über den Kopf und die Füße nach oben und macht euch ganz groß. Ausatmen, zieht die Knie zu euch ran, gebt die Hände zurück zu den Füßen und das war's schon. Diese Bewegung machen wir jetzt mit der Atmung. Einatmen und ausatmen. Einatmen, strecken. Und ausatmen, schließen. Und versucht gerne die Atmung tiefer und länger werden zu lassen. Und wenn ihr möchtet, schließt die Augen und spürt in euren Körper. Spürt den Hauch, den Lufthauch durch eure Nase. Und versucht den Atemstrom, die Atmung ganz gleichmäßig werden zu lassen. Lasst euch von eurer Atmung führen. Versucht nicht die Bewegung, die Atmung bestimmen zu lassen, sondern versucht die Atmung, die Bewegung bestimmen zu lassen. Und findet euren ganz eigenen Rhythmus. Von aus und einatmen. Ganz ruhig und ganz tief. Und noch drei Atemzüge hier. Noch zwei Atemzüge. Ein letzter Atemzug. Und dann lasst die Knie an eurem Körper, öffnet die Augen und legt beide Knie auf die linke Seite. Gerne so ein Stück nach hinten rutschen, damit ihr auf der Matte zum Liegen kommt und es auch schön bequem habt. Und dann legt die Hände dazu vor euch. Wir machen nochmal eine kleine Bewegung. Synchronisiert mit der Atmung ein kleines Vinyasa, das gleichzeitig die Wirbelsäule mobilisiert und aufwärmt. Mit der Einatmung legt ihr einmal den rechten Arm auf die andere Seite und wenn ihr möchtet, rotiert den Kopf mit. Ausatmen, schließen. Einatmen, öffnen. Und ausatmen, schließen. Findet wieder euren Rhythmus. Lasst die Atmung die Bewegung bestimmen. Und genießt den Fluss der Atmung und der Bewegung in einem. Und schaut eure Hand nach. Und wenn ihr möchtet und euch dabei nicht schwindelig wird, dann schließt die Augen. Noch drei Atemzüge. Noch zwei Atemzüge. Ein letzter Atemzug. Und dann atmet noch einmal ein.
und dann nehmt die Knie zurück zur Mitte mit so einem kleinen bisschen Bauchkraft. Stellt einmal die Füße ab, wandert mit eurem Oberkörper auf die andere Hälfte der Matte, sodass ihr wieder sehr bequem liegt. Wenn ihr jetzt die Knie auf die andere Seite hebt, wartet auf eure nächste Ausatmung. Und mit dieser schließt die Hände wieder übereinander. Gleiches Spiel, andere Seite. Einatmen, öffnet. Und ausatmen, schließen. Lasst den Atem wieder ganz lang werden. Lasst die Atmung ganz gleichmäßig werden. Und lasst eure Bewegung von eurer Atmung leiten. Wenn ihr möchtet und euch nicht schwindelig wird, schließt wieder die Augen. Und dann macht das Ganze noch für 3 Atemzüge. Und noch 2 Atemzüge. Letzter Atemzug. Und dann nehmt einen letzten Einatemzug, indem ihr euch öffnet, gebt die Füße wieder zurück zur Matte und dann zieht nochmal beide Knie zu euch ran, macht ein kleines Päckchen, nehmt mit Hilfe eurer Beine so ein bisschen Schwung, um nach oben zum Sitzen zu kommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Atemübungen, solange ihr wollt, so viel ihr wollt, so oft ihr wollt, wiederholen. Und immer wenn ihr euch danach fühlt, ein bisschen runterkommen zu wollen, ein bisschen Ruhe finden zu wollen, sind das ganz hervorragende Übungen, um Energie zu sammeln. Und ich hoffe, ihr seid genauso entspannt wie ich nach dieser Atemübung. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.